Ja, damit herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem 24. Spieltag zwischen dem TVB Stuttgart und dem SC Magdeburg. Endstand vor 3600 Zuschauern in der ausverkauften Porsche Arena. 27:30, ein ereignisreiches Spiel, über das wir jetzt sprechen. Ich begrüße beide Trainer, Bennett Wiegert und Roy Sanchez, und bitte den Gästetrainer zu seinem Statement zu diesem Spiel. Bennett. Ja, guten Abend. Ich hoffe, man sieht mir die Erleichterung an. Ich sitze jetzt wirklich sehr erleichtert hier, stand auch sehr erleichtert vor der Mannschaft. Unglaublich harter Kampf. Kompliment an die Leistung von Stuttgart, sie haben uns alles abgefordert. Es war erwartet, wer die letzten beiden Spiele verfolgt hat, war es einfach erwartet. Vielleicht haben wir trotzdem geglaubt, dass es etwas einfacher von der Hand geht. Vielleicht waren wir auch etwas verwöhnt von unseren letzten Auftritten nach der EM-Pause. Wir hatten ja kaum ein knappes Spiel dabei, wir haben ja alles von Anfang an über den Haufen gerannt und dominiert. Und dann muss ich auch ganz ehrlich sagen, dann bin ich auch stolz und glücklich, dass wir es heute, wo nicht alles geklappt haben, trotzdem in engen Phasen zumindest an unseren Sachen weiter geglaubt haben und irgendwie unser Ding gemacht haben. Aber dass das natürlich hier auch in eine ganz andere Richtung gehen kann in der 45., 50. Minute, das ist, glaube ich, jedem bewusst. Und da kann ich gar nicht Stuttgart genug loben, möchte aber auch trotzdem meine Mannschaft loben, weil wir haben trotzdem weiter unser Zeug gemacht, haben uns nicht verunsichert gemacht. Wir hatten, glaube ich, auf beiden Mannschaften nicht viel Torhüterparaden, erste Halbzeit, aber beide Mannschaften haben auch unheimlich wenig technische Regelfehler gemacht. Wir schaffen es eigentlich, den Gegner immer relativ viel in Ballverluste zu zwingen über unsere Abwehr. Stuttgart war unheimlich diszipliniert in ihrem Ballvertrag, hat gute Chancen ausgewählt, wo wir dann weniger Chancen vielleicht auch hatten, dass unser Torhüter glänzt in Paraden. Gott sei Dank kamen wir dann zum Schluss, ja, in einer entscheidenden Phase noch ein, zwei bekommen. Die haben dann einfach auch geholfen, um dieses Spiel zu gewinnen. Ja, mehr als Erleichterung kann ich gerade, glaube ich, gar nicht verspüren. Ja. Ich wünsche dem TVB, Roy, alles Gute auf dem Weg. Aber ich bin mir auch ganz sicher, wenn sie die Leistung der letzten drei Spiele konserviert bekommen, dann wird das auf jeden Fall in die richtige Richtung gehen. Und dafür drücke ich alle Daumen, die ich habe. Vielen Dank. Vielen Dank, Bennett Wiegert. Ja, Komplimente für den TVB, Roy, angeknüpft an die letzten Leistungen, aber am Ende trotzdem 0 Punkte, aber ja, Selbstvertrauen konnte man trotzdem weiterhin tanken, oder? Ja, erstmal guten Abend, Glückwunsch an Benno und an SC Magdeburg für den Sieg. Ja, wir sind relativ zufrieden und stolz auf unsere Leistung in 55 Minuten. Ich glaube, also Magdeburg ist hier gekommen mit Durchschnitt 12 Tordifferenz dieses Jahr, 2022, und unser Respekt war da. Aber eigentlich wollten wir nach dem Spiel dieses Gefühl haben, dass wir alles gegeben haben, dass unsere Einstellung oder unsere Limit erreicht wird. Und ich glaube, das haben wir natürlich erfüllt. Und deswegen bin ich teilweise zufrieden, nicht 100% zufrieden, weil am Ende des Tages, wir haben das Spiel verloren in Überzahl. Und wir hatten Chancen genug, um mindestens einen Punkt zu holen. Aber vielleicht hat uns ein bisschen Erfahrung in diesen letzten Momenten gefehlt. Oder, keine Ahnung, vielleicht ein bisschen Glück, wie auch immer. Gegen eine solche Mannschaft mit Magdeburg musst du wirklich alles bei Top-Niveau durchmachen. Ne? Und ja, ich wünsche auch Benno und Magdeburg viel Erfolg weiterhin. Ich glaube, die sind jetzt mit Kielce die beste Mannschaft in Europa. Und es macht richtig Spaß, Magdeburg zu schauen. Und jetzt haben wir 11 Spiele vor uns, um die Klasse zu erhalten. Und ich glaube, wenn wir solche Niveau behalten können, ich bin optimistisch. Danke, Roy. Ein recht optimaler Spieltag für die Gäste aus Magdeburg natürlich jetzt am Ende. Wir schauen mal in die Runde. Gibt es Fragen von euch? Ja. Eine kurze Frage. In der ersten Halbzeit vor allem war es im Netz ganz zufrieden mit dem Spiel. Also Frage an die Spielleitung in der ersten Hälfte. Wäre Bennett Wiegert nicht ganz so zufrieden gewesen zur Spielleitung? Nein, das kann ich so nicht sagen. Also ich möchte eher sagen, dass ich nicht ganz so zufrieden war mit unserem Auftritt. Die Spielleitung hat da wenig zu tun gehabt. Das ist, wenn ein Spiel 30-27 und beide Mannschaften so auf Tempo und raus, es ist schwierig in der Sportart, die wir machen, alles richtig zu entscheiden. Ja, zum Schluss muss ich sich irgendwie die Waage halten. Da würde ich jetzt jemanden
ja, Unrecht tun, wenn ich das sagen würde. Nee, ich war eher zufrieden, unzufrieden mit unserem Auftritt. Wenn das dann so wirkte, dass es gegen die Spielleitung geht, dann war es eher ein Fehler von meiner Seite. Und dann muss ich mich dafür entschuldigen, weil das ist nicht der Sinn des Ganzen. Ich weiß, wie schwierig dieser Job Schiedsrichter in der Handball-Bundesliga ist. Ich möchte ihn nie machen. Nie. Genug gesagt dazu. Ja, aber wer mich kennt, der kann ich mich natürlich deutlich verbessern, was so Emotionalität am Rand geht. Ich will immer so das Maximum aus meiner Mannschaft rausholen. Und manchmal wirkt das dann so, als ob das Einfluss nehmen soll. Kann ich mich nur für entschuldigen. Das soll in keinem Moment so sein, auch wenn es so wirkt. Gibt es weitere Fragen an Roy? Die Frage zu Max Häfner und seinem Zustand. Ja, Max hat gestern sich umgeknickt im Sprunggelenk bei Abschlusstraining und deswegen hat er heute nicht gespielt. Weitere Fragen? Keine mehr. Also jetzt Länderspielpause, kurz durchschnaufen, aber dann beginnt die Crunch-Time oben wie unten. Euch natürlich weiterhin alles Gute auf dem Weg zur Meisterschaft. Viel Erfolg, Gesundheit vor allem natürlich in diesen Zeiten. Roy, euch auch, denn nach der Länderspielpause kommen heiße Spiele in Hannover. Hier hoffen wir, dass wir alle wiedersehen gegen Erlangen dann in der vollen Porsche Arena. Und dann geht's nach Balingen. In diesem Sinne, allen noch ein schönes Wochenende. Wie gesagt, gesund bleiben ist momentan mit das Wichtigste und bis bald. Ciao.